Ich spiele das Daf, das ist die persische Rahmentrommel. Und dieses Instrument wird typischerweise bei Sufi-Gesängen gespielt. Das Daf hat eine runde Form und repräsentiert damit das Unendlichkeitszeichen, was im Sufismus eine zentrale Rolle spielt. Die persischen Instrumente zeichnen sich durch ihren Klang und ihrem Material aus, woraus sie bestehen, und sind meistens handgefertigt. Sendedelan, übersetzt bedeutet das die erwachten Herzen. Wir sind international aufgestellt und hier in Deutschland besteht unsere Gruppe aus 9 Mitgliedern. Wir komponieren unsere Musik selbst, verwenden meistens aber Texte, Poesie und Verse, unter anderem aus dem Koran. Außerdem verwenden wir die Poesie der Sufi-Meister von der Emtor Shah Maqsudi-Schule, wie zum Beispiel Hazrat Shah Maqsud und Professor Nahda. Der Inhalt der Texte, da geht es um die Erkenntnis, um die Selbsterkenntnis, den Pfad Gottes. Es geht sehr viel um Liebe, es geht um die Entwerdung des eigenen Seins und die Auflösung in der Existenz. Stehe in Flammen von Kopf bis Fuß.